Kaum hat Dr. Charlotte Engel eine Patientin behandelt, wankt auch schon die nächste in die Notaufnahme. Wer die verwirrte Frau ist, warum sie ein Brautkleid trägt und was ihre Orientierungslosigkeit auslöste, erfährt die Ärztin erst nach und nach. Hallo? Hallo? Moment. Können wir Ihnen helfen? Moment, da können, Moment. Dürfen Sie auf gar keinen Moment, Fall rein. Moment. Lassen Sie mich, lassen Sie mich. Hallo? Kommen Sie mal her. Hallo? Was ist denn hier los? Schauen Sie mir mal einmal auf die Nasenspitze. Als die Tür aufging, war ich erstmal völlig verdutzt, denn es kam eine Patientin offensichtlich in einem schicken weißen Kleid, was mich erstmal an ein Brautkleid erinnern ließ, die völlig seltsam und desorientiert durch den Wartebereich irrte, dann mit dem Kopf an die Rezeption schlug und stürzte. Die Verletzte ist weder in der Lage, ihren Namen zu nennen, noch hat sie etwas dabei, um sich auszuweisen. Während Dr. Engel und die Schwestern ihre Patientin zur Untersuchung und Versorgung der Stirnplatzwunde in den Schockraum bringen, fällt ihnen etwas auf. Und husten tut sie immer wieder. Ich mach mal einen Pulsoxid rein. Ja, ich höre mal. Macht mal alle Vitalparameter, ne? Ich höre mal auf Herz und Lunge. Können Sie uns gar nicht helfen? Was ist passiert? Warum sind Sie hier? Warum haben Sie so was Weißes an? Naja, das ist ein Kittel. Sie haben auch was Weißes an. Was haben Sie denn gemacht? Können Sie sich einmal aufsetzen? Wissen Sie was? Wir müssen einmal das Jäckchen ausziehen. Ich muss mal auf die Lunge hören. Die hustet ja schon. Röchelt. Ach, super, ja. Ja, also ich habe die Sättigung, das kann noch. So ich glaube, das ist eher, weil es also so kalt ist. Da müssen wir noch einen Moment warten. Ist also, hier so flach. Dafür ist sie. Ja, hier, Sie sind in der Klinik. Haben Sie was eingenommen? Aber nach Alkohol riecht sie nicht. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Achtung, ich ziehe mal einmal das Jäckchen hier unter ihrem Po weg. Ja, danke schön. Auffällig war, dass sie komplett desorientiert war und überhaupt nicht ansprechbar. Sie konnte uns nicht den Namen sagen. Sie konnte nicht sagen, welcher Tag heute ist oder wo sie ist. Bei sowas denkt man natürlich im ersten Moment erst mal an Drogen und Alkohol. Was jedoch wirklich der Auslöser dann für ihre Beschwerden waren, konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen. Können Sie mir mal beide Hände geben und mal kräftig zudrücken? Guck mal, da steht kräftig schon. Kräftig zudrücken. Können Sie die mal hochhalten? Einfach mal hochhalten. Okay. Gut, das fällt nicht ja ab. Ne? So, können Sie mir mal die Zunge bitte rausstrecken? Ganz weit raus, dürfen Sie jetzt mal. Ganz weit, so weit wie es geht. Super. Und zu mir einmal mit der Zunge. Raus, super. Und Schwester Nadine. Ich nehme eine Briefmarke, sonst habe ich ja gleich die ganzen Haare mit angeklebt. Und das machen ist ja so Sie bitte mini. Einmal ganz feste die Augen zu. Ja. Ganz feste die Augen zudrücken. Ganz feste. Fester, fester. Ich kann sie auch kaum untersuchen, sag mal. Das sieht doch aus wie ein Hochzeitskleid. Wollte ich gerade sagen, wie ein Hochzeitskleid. Waren Sie auf Ihrer Hochzeit? Was sind Sie? Ja, also mein Name ist Charlotte Engel. Ich bin hier die Ärztin. Können Sie mal mit der Stirn runzeln? Können Sie mal mit der Stirn runzeln? Ja, gut. Und die Backen aufplustern. Also auf den ersten Blick kann ich neurologisch jetzt nichts finden, aber zur Sicherheit machen wir auf jeden Fall das CCT. Ja, ist angemeldet. Okay. Sie wissen Bescheid. Dass sich der Zustand ihrer Patientin nicht durch das CCT, sondern auf eher ungewöhnliche Weise aufklären wird, weiß die Ärztin noch nicht. Zeitgleich wird der kurzatmige Felix von Schwiegermutter Britta und Freund Lars mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Notaufnahme gebracht. Okay. Ja. Ich atmen. Ruhig. Ganz ruhig atmen. Ganz ruhig. Sie sind der Herr? Das ist der Felix, der ist mein zukünftiger Schwager. Kommen Sie mal mit. Lassen Sie mal los. Nee, gehen Sie mal da weg, bitte. Einmal da weg. Weg. So. Der nächste Patient, der zu uns kam, hatte die typischen Herzinfarktsymptome. Der Patient hatte große Angst, hielt sich die Brust, war sehr kurzatmig. Und da hieß es erstmal schnell zu handeln. Herr Krämer, was ist passiert? Wo tut es Ihnen jetzt weh? Was tut weh? Ich habe hier eine ziemliche Spannung im Herz und ich kriege kaum Luft. Geben Sie mir mal Ihre Hand, ich helfe Ihnen. Sie kriegen kaum Luft, ja? Ja, und mein Puls ist total hoch. Lionella, lassen Sie mal die Lassen Sie mal, lassen Sie mal. Wir kümmern uns jetzt um Sie. Wir machen gleich ein EKG. Ja? Ist das, haben Sie Vorerkrankungen? Haben Sie das schon mal gehabt mit dem Herzen? Nein, überhaupt nicht. Also zeigen Sie mir mal genau. Ist das so ein stechender Schmerz? Strahlt der irgendwo hin aus? Es ist so direkt ein Zwölfkanal. Wir haben auch einen Zwölfkanal bitte und auch einen Top-Test. Ja. Es ist ein stechender.
Ich habe hier es ist hier ziemlich verhärtet alles. Ich fühle so eine innere Anspannung. Wie eine innere Anspannung. Lassen Sie mich mal bitte, genau, wir machen das mal einmal auf, lassen Sie mich mal eben aufs Herz hören. Solche Patienten versucht man zu beruhigen und gleichzeitig aber auch Untersuchungen durchzuführen. Da ist es besonders wichtig, dass man den sogenannten Troponin-Test durchführt. Das heißt, das ist einfach ein Test, der ähnlich wie der Schwangerschaftstest sehr schnell zu einem Ergebnis führt und zeigt, ob Herzmuskelzellen gerade zugrunde gehen. Und man muss ein großes EKG schreiben, ein sogenanntes 12-Kanal-EKG. Das ist schon mal unauffällig. Wenn der Trop-Test jetzt auch negativ ist, dann würde ich sagen, beruhigen wir uns alle mal und wir legen ihn. Moment, das erste Indiz ist jetzt negativ, das EKG, das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Schwester macht gerade noch einen sogenannten Troponin-Test, wo wir gucken, ob Herzmuskelzellen gerade zugrunde gehen. Wenn er auch negativ ist, ja, dann legen wir sie mal in den Behandlungsraum und sprechen dann alles Weitere mal. Okay. Ja. Zeigst du mir mal? Nicht vorne links, ja. Okay, ich kann Entwarnung geben, ja? Also sowohl das EKG als auch der Trop-Test sind negativ. Wir lassen den hier noch ein paar Minuten liegen, aber es ist nichts Gravierendes. Mein Vorschlag wäre, wir legen sie einmal rüber ins Behandlungszimmer, kann er in Ruhe eine Infusion bekommen. Ja. Mein Eindruck ist, dass es hier eher Richtung Panikattacke geht. Primär war uns die Erstversorgung des Patienten natürlich wichtiger, als den Hintergrund zu erfragen. Das haben wir dann nachgeholt, nachdem klar war, der Patient hat keinen Herzinfarkt, sondern eher eine Panikattacke. Und dann kam raus, was der Auslöser für diese Panikattacke war. Und hätten wir das mal früher gewusst, wäre uns einiges klarer gewesen. Die Diagnose der Ärztin festigt sich, als sie von Schwiegermutter Britta erfährt, was Felix Beschwerden vorausging. Denn was dem Metallbauer widerfuhr, hätte nahezu jeden in Panik versetzt. Und es wartet noch eine Überraschung auf Dr. Engel. Also eigentlich ist das mein Schwiegersohn. Wir waren gerade während der Hochzeitszeremonie. Eben, jetzt ja, heute. Vor einer halben Stunde gerade. Die wollten heiraten. Deswegen ist er auch so schick. Genau, er sollte meine Tochter heiraten. Meine Tochter kommt den Altargang hoch, alles perfekt. Und auf einmal sieht sie ihn und dreht sich rum und rennt weg wie von der Schale. Ich kann das gar nicht verstehen, warum die wegrennt, weil das ist ein Traumpaar. Die ist ein Herz und eine Seele und sie rennt wie... Die haut einfach ab. Laura! Oh Gott. Sie bleiben mal hier liegen. Bleiben mal hier liegen. Krass. Oh Gott. Also das ist die Braut, die Ihnen weggelaufen ist. Genau, das ist Laura. Ganz ruhig. Ja. Sie bleiben jetzt mal hier. Sie bleiben jetzt erstmal alle einmal hier. Ich sichte jetzt erstmal die Ergebnisse. Okay, alles klar. Zumindest kennt Dr. Engel jetzt den Vornamen der desorientierten Braut. Die Ärztin findet jedoch kaum Ruhe, Lauras Computertomographieaufnahmen auszuwerten. Denn die aufgeregten Angehörigen der 33-Jährigen drängen nach Informationen. Okay, so, wie heißt sie denn mit Nachnamen? Wir wissen ja gar nichts. Wir wissen nur jetzt, dass sie Laura heißt. Ja, bitte. Okay. Ich kann ihn nicht mehr aufhalten. Er hat jetzt natürlich auch wieder Herzschmerz, okay, aber der setz ihn bitte Art, da in den Rollstuhl, dann schieb's hier dran. Ich weiß, dass das jetzt für alle aufregend ist. Genau. Ich möchte jetzt einmal die Ergebnisse besprechen, ja? Also. Wir haben gute Nachrichten. Ja? Das Blutbild ist unauffällig. Ich hatte am Anfang, weil sie so verwirrt ist, den Eindruck, dass sie vielleicht sogar irgendwas mit Drogen oder irgendwas genommen hatte. Das ist auch negativ. Niemals. Ja? Niemals. Und sie ist bei uns hier gestürzt und hat eine ganz kleine Platzwunde. Das ist wirklich kein Problem. Deshalb habe ich ein Kopfbild noch mal gemacht, weil natürlich so wirre Zustände, so Halluzinationen und so weiter auch mal von einem Tumor oder von irgendwelchen Hirnerkrankungen. Oh Gott, das ist auch unauffällig. Aber es ist völlig unklar, warum sie jetzt so wirr ist. Also, nimmt sie denn irgendwas an Medikamenten oder so, die wir sie vielleicht nicht Schatz, abfragen konnten? Das ist vom Erkennungs- Bleib mal ein bisschen zurück. Hören Sie mal rein. Ja. Nimmt Ihre Tochter Kennen irgendwas? Sie oder ja, also, erkennen Sie die? Sie war jetzt seit 14 Tagen erkältet. Ja. Dann hat sie so Hustenstöcke, weil sie bei der Vorbereitung von ihrer Hochzeit wollte sie natürlich jetzt auch einigermaßen fit sein, hat sie immer Hustenstiller genommen. Und gestern habe ich ja noch neue geholt. Ja, zeigen Sie mir mal das Präparat. Damit es jetzt heute nicht so rumhustet. Gehen Sie jetzt weg. Okay, lassen Sie bitte einwarten. Warum kennt ihr Ihren Mann denn nicht? Warten Sie jetzt mal. Klären wir gleich noch. Gleich. Ein bisschen so Zeit lassen. Ich habe Tage genommen, aber... Wann haben Sie... Was haben Sie gesagt? Da hast du ja schon so viele von genommen, mein Gott. Wann haben Sie die ihr gegeben? Gestern Abend habe ich ihr die gegeben. Und dann, ich habe gesagt, lutsch mal noch eine oder für morgen während der Trauung. Das heißt ja, dann muss sie dir die ganze Packung die ganze Nacht geschluckt haben? Oder wisst ihr, was ich glaube?
da ist ganz schön viel Dextromethorphan drin. In unserem Fall war es so, dass die Hustenstillpastillen einen bestimmten Wirkstoff haben, der, wenn er hochdosiert ist, eben zu solchen Symptomen, wie die Braut sie uns gezeigt hat, führen können. Also zu Halluzinationen, zu Desorientiertheit und zu völliger Ratlosigkeit über die Situation. Können Sie sich vielleicht vorstellen, dass sie deshalb alles gut. weggerannt ist vom Altar? Oder? Ja, das kann ich mir. Also das sind wirklich so, da wird die Psyche, ne, die wird dann anders. Also wie Sie sehen, so, sie ist ja richtig. Sie hat mich angeschaut wie ein Geist. Also, ja, das tut sie ja jetzt auch noch. Ne? Ich denke, so sie braucht jetzt ein bisschen Zeit. Also, sie erkennt mich ja. Die wär niemals weggerannt. Also, Vorschlag, ja? Wir nehmen sie jetzt auf. Ja, wir geben ihr Ruhe, wir geben ihr Infusion. Ich kümmere mich einmal noch darum, dass ich in der Giftnotrufzentrale einmal das abspreche, wie lange wir sie jetzt beobachten müssen und ob das jetzt quasi normal ist. Ja, das Zweite, was sie aber definitiv auch hat, sind Entzündungswerte im Labor und eben die Lunge ist ein bisschen auffällig. Okay. Ich schreibe euch ein bisschen was auf zum Vernebeln, zum Inhalieren, dass wir da auch wieder ein bisschen was rauskriegen. Und dann bleibt sie erstmal bei uns. Wir werden Frau Berg jetzt stationär aufnehmen, denn so kann ich sie auf keinen Fall entlassen. Wir werden ihr eine Infusion geben, wir werden sie beobachten. Ich bin mir sicher, dass sie am nächsten Tag schon wieder viel klarer sein wird. Und dann beschäftigt mich natürlich noch die Frage, ist sie weggelaufen, weil sie vielleicht nicht heiraten möchte? Oder waren es wirklich die Hustenpastillen? Während Laura nach Inhalation gegen die Bronchitis tief und fest schläft, bekommt ihr sitzengelassener Bräutigam zu Hause kaum ein Auge zu. Nach dem Aufwachen erinnert sich die 33-Jährige nur bruchstückhaft an ihren missglückten Hochzeitstag. Ich bin wieder da. Ja, das ist schön. Ja. Sie haben uns einen ganz schönen Schrecken auch eingejagt. Ja. Ne? Sie kamen hier im Brautkleid reingetorkelt. Mhm. Wir dachten erst, dass das vielleicht was mit Drogen oder Alkohol zu tun haben könnte. Und dann stellte sich heraus, dass sie wirklich diese Hustenstiller-Pastillen überdosiert haben. Am nächsten Tag habe ich die Braut dann deutlich klarer vorgefunden. Ihr war das auch ein bisschen peinlich, was alles passiert war. Sie konnte sich nicht richtig dran erinnern. Ich habe sie dann aufgeklärt und nochmal abgehört. Sie berichtete zudem, dass sie natürlich aufgrund der ganzen Aufregung lediglich Beruhigungszigaretten und Grapefruitsaft und all das zu sich genommen hat, was ihr natürlich in so einem Moment nicht gut tut. Und zudem die Hustenstill-Pastillen. Ich habe sie dann ein bisschen belehrt und ihr gesagt, was man wirklich bei Husten machen soll. Und dann war ich natürlich sehr gespannt, wie das erste Aufeinandertreffen von Braut und Bräutigam werden wird. Ich möchte jetzt gar nicht wissen, warum du weggerannt bist oder was da passiert ist. Ich möchte nur eine Sache wissen. Möchtest du mich noch heiraten? Ja, natürlich möchte ich dich noch heiraten. Ich kann mich daran gestern überhaupt nicht mehr erinnern. Lassen Sie mal. Möchtest du mich denn noch heiraten? Ja, klar möchte ich dich heiraten. Ja, da sieht man mal, was so ein paar Hustentabletten. Ich habe so eine Angst gehabt. Nachdem der Hustenstiller komplett aus ihrem Körper geschwemmt war, konnte Laura die Klinik am nächsten Tag wieder verlassen. Ein halbes Jahr später hat sich das glückliche Brautpaar bei seiner zweiten Trauung dann wirklich das Ja-Wort gegeben.